Wir sind auf der einen Seite traurig, dass wir nicht in der Oase sein können, wo wir jetzt genau an diesem Sonntag wären. Und wo sich das so angebahnt hat mit dem ganzen Verboten und so weiter, dann kam uns in den Sinn, wirklich euch eine Möglichkeit zu geben, auch hinzufahren, sozusagen virtuell. Und wir haben uns diese Woche hingesetzt und haben Verschiedenes zusammengetragen. Aber auch Dani war wirklich vor ein paar Tagen dort mit seinem Enkel, alleine und hat dort die Aufnahmen gemacht, die wir gestern, vorgestern mit eingebaut haben. Und das ist Dani original, aber auch so seine Qualitäten, was er alles so zu bieten hat, wo kaum ein Reiseleiter bietet, weil er bringt die Bibel mit der Natur zusammen, mit der Kultur zusammen, mit dem Judentum, mit dem Christentum. Und da ist es immer sehr, sehr inspirierend, ihm auch so zuzuhören. Wie Uwe schon sagte, alle drei Teile, also der eine läuft erst heute Abend, aber alle drei Teile stehen auf YouTube, dann kann man sich's anschauen. Ich habe gesehen, Freitag haben schon sehr, sehr viele diese Filme angeschaut. Ich möchte euch, bevor wir jetzt weiter reden und euch noch verschiedene Sachen zeigen, möchte ich euch diesen Film von Oasentage zeigen, wo ihr genau seht, wie es dort aussieht, so ein kurzer Überblick. Und da bitte ich euch jetzt, den Film laufen zu lassen, liebe Technik. Es ist sehr idyllisch dort, genau wenn die Dämmerung ist, ist das eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Unser Freund Uwe Dahlke war auch mal dabei. Das ist der Eingang dieser wunderbaren Oase. Sehr gepflegt, sehr idyllisch, alles hergerichtet und wirklich ein Platz zum Entspannen. Nicht wie bei einer Rundreise, wo es alle paar Stunden woanders hingeht. Hier bleiben wir eine Zeit. Zimmer sind sehr schön, klimatisiert, Dusche, WC und vor den Zimmern auch schöne Plätze und man kann sich da wirklich Tage verweilen mit warmer Luft, die um die Ohren bläst, ganz sachte. Und das sind diese wunderbar schönen Plätze, die dort sind, so ein Rundblick über die ganze Oase. Da sieht man die Veranstaltungszelte. Auch die Zelte zum Schlafen, das sind keine so Cowboy-Zelte vom Campingplatz, sondern richtig stabile Zelte. Hier ein Speisesaal, hier wunderbares Frühstück mit Ausblick auf die ganze Wüste raus. Und ihr seht gleich, wie man da Ausblick hat und ja. Das ist wirklich Oase und das ist der Blick vom Frühstückstisch aus. Und wenn da noch so eine Karawane vorbeiläuft, ist das einfach perfekt. Das sind Wasserquellen und Wasserquellen. Das Wasser ist sehr, sehr sauber. Man kann es trinken vom Hahnen und das ist auch wichtig für Gesundheit. Wir haben mittendrin unsere Andachten und selbst die Natur singt mit. Es hat unglaublich viele Vögel, die im Rhythmus mitsingen. So etwas habe ich noch nie gehört. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Prostituierte. Und rechts und links sind Zimmer und dann trifft man sich an Tische. Man hat Getränke dabei, so kleine Snacks. Das ist so eine Anlage,
mit Zelten. Ihr seht, so sieht ein Zelt zum Schlafen aus. Also richtige Betten hat es da drin. Ja, Wüste Judäa. So sieht sie aus. Ich werde auch nachher noch ein paar Abschnitte davon zeigen. Das ist ein Zelt, wo wir uns zur Andacht getroffen haben und Dani erklärt gerade. Warum sehr viele Pflanzen haben die Schuppen zu und hier haben sie Watte und drinnen die Watte haben sie die Poren. Bedeutet, wenn fängt an Feuchtigkeit rauszukommen, ja, geht erstmal die Watte nass. Und dann ist das nicht wie hier 15% Luftfeuchtigkeit und Hitze, sondern fast 100% Luftfeuchtigkeit. Gibt's immer guter Tee und natürlich ein Kamelritt. Das muss man mindestens einmal im Leben haben. Es ist unbequem, aber man braucht's. Für das Foto auf jeden Fall. Dann Lagerfeuer ist was Schönes, wo jeder erzählt, was er so erlebt hat über diese Tage. Und die Oase in Feschra, Ezekiel 47, wird dort war. Frisches Wasser von der Tempelquelle. Das ist auch ein Teil der Reise. Das Tote Meer, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Natürlich mit Gelegenheit zum Baden. Da kann man schwimmen, ohne dass man schwimmen kann. Und das Highlight ist auch, in den Toren Jerusalems zu stehen und von Dani in Hebräisch dem Psalm 122 zu hören. Eine Nachtfahrt durch Jerusalem, einmal in der Klagemauer zu sein und zum Abschluss am Gartengrab, wo wir Abendmahl feiern. So sieht es in diesem Grab aus, das ein Beispiel ist für das Grab, wo Jesus drin gelegen ist. Kommen Sie zur Ruhe in der Weite der Wüste Judäa. Vergessen Sie den Alltag und schalten Sie ab in der wunderschönen Oase Kfar Hanokdim. Für eine gemütliche Unterkunft und gutes, traditionelles Essen ist gesorgt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Betrachten Sie zusammen mit Daniel und Isolde Müller das Leben von Abraham im Beduinenzelt und nachts unter dem Sternenhimmel. Hören Sie, wie Gott in Ihr Leben spricht und segnen Sie mit uns die Stadt Jerusalem. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Ja, herzlich, herzlich willkommen beim nächsten Mal. Egal auf der Oasentage oder an der Rundreise, wenn du dich anmeldest und es findet nicht statt, bekommst du natürlich selbstverständlich das Geld wieder zurück. Und jetzt macht Isolde weiter. Wir wären jetzt in Israel. Wir haben das schon ein paar Mal jetzt erwähnt und es tut schon ein bisschen weh, nicht dort zu sein. Da wäre es jetzt ein gutes Stück wärmer als hier. Wir würden dort im Schatten sitzen, unter den schönen Blumen, würden der Andacht lauschen oder ja, fast schon Mittagspause machen und in der Hängematte liegen oder auf dicken Polstern sitzen. Und das ist natürlich schon schön, wenn man das tun kann. Aber wir wissen, aus gegebenem Anlass geht das nicht. Israel ist ein Land, das fast ganz aus Wüste besteht. Und als ich das erste Mal 1984 in Israel war, sah es dort ganz anders aus. Die Hügel rings um Jerusalem
waren noch nicht bebaut und die Stadt war ja vielleicht halb so groß wie heute geschätzt. Auch waren keine Wälder und keine grünen Hügel da. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Das Land hat sich entwickelt, wie die Bibel es verheißt, wo Milch und Honig fließt. Sogar die großen Wüstenflächen haben sie teilweise fruchtbar gemacht. Alles wird bewässert, sonst würde dort nichts wachsen. Ein Land bestehend aus Wüste. Und wie gesagt, früher war das anders und besonders in den Zeiten von Abraham. Wir können uns das heute gar nicht vorstellen. Und einen kleinen Eindruck bekommen wir an den Oasentagen oder auch bei der Rundreise, die wir jedes Jahr machen, wenn wir dort auch in der Wüste sind. Als Abraham aus Ur in Chaldäa auszog, hatte er keine Ahnung, was sie antreffen würden. Er reiste durch das Land und wurde von Gott sehr reich gesegnet. Wir sehen hier schon, dass Gottes Segen nicht davon abhängt, ob wir in der Wüste sind oder woanders. Ausschlaggebend ist der Gehorsam. Gott hatte Abraham den Auftrag gegeben, dahin zu gehen, und er stand so gewaltig hinter ihm, dass es jeder sehen konnte. Gott stand für Abraham immer an erster Stelle. Und wir lesen überall, dass er Gott einen Altar baute, überall, wo er hinkam. Das heißt, das Erste, was er tat, wenn er irgendwo hinkam, war Gott anzubeten. Wenn wir Gott an erste Stelle stellen in unserem Leben, steht er genauso hinter uns wie bei Abraham. Und wenn wir diese Geschichte genauer betrachten, lesen wir, dass Lot mit ihm gezogen ist. Und es lässt sich erkennen, dass es zwischen den beiden große Unterschiede gibt. Von Lot lesen wir nirgends, dass er Gott einen Altar gebaut hätte. Er war einfach nur Mitläufer. Er lief so unter dem Segen Abrahams mit. Und richtig deutlich wird das, als die beiden sich trennten. 1. Mose 13, 7 bis 13. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Da sprach Abram zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten. So trennten sie sich voneinander. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und gerade dort in der Nähe sind wir auch in dieser Oase. Ja, es gab Schwierigkeiten zwischen den beiden. Und bei Schwierigkeiten kommt immer der geistliche Zustand zutage. Auf was schauen wir in Schwierigkeiten? Sehen wir wie Lot die Verlockung der Welt, wie schön das alles aussieht, oder vertrauen wir wie Abraham dem Herrn? Abrahams Entscheidung war sehr weise, als er Lot aussuchen ließ und es zeigte seine Gesinnung. Haben auch wir diese Gesinnung? Egal, wohin mein Weg mich führt, Hauptsache Gott ist mit mir. Unsere Wege hat Gott in der Hand. Wichtig ist, dass wir uns nie von ihm trennen.
Wenn wir uns entfernen und der Welt nachlaufen, haben wir keinen Segen mehr, wie wir es auch bei Lot sehen. Beachten wir, was Gott tut im Leben Abrahams, als er sich von Lot getrennt hatte. Bis zu dieser Zeit reiste Abraham mit Lot im Lande hin und her. Er gab Gott die Ehre, baute Altäre und betete Gott an. Und weiter geschah nichts. Gott gab ihm keine neue Sicht für die Zukunft. Erst als er sein Anhängsel abgestreift hatte, das er ohne Gottes Zustimmung mitgenommen hatte, konnte Gott ihn in seine eigentliche Bestimmung hineinführen. Und das lesen wir in 1. Mose 13, Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Und so weiter. Erst dann bekam er diese gewaltige Verheißung, dass seine Nachkommen so zahlreich wie der Staub der Erde werden und dass Gott ihnen das ganze Land geben will. Abraham wird immer mehr gesegnet und Lot kommt immer mehr in Schwierigkeiten. Lot wird gefangen genommen von den feindlichen Königen, die gegen Sodom Krieg führten. Ein Bild auf Satan, der uns gefangen hält, wenn wir von Gottes Wegen abweichen. Lot hatte Glück. Abraham befreite ihn und seine Familie mit seinen Männern. Und wenn wir uns in feindliches Gebiet wagen, was Abraham hier tut, birgt dies auch immer Gefahren in sich. Der König von Sodom bietet ihm Kriegsbeute als Lohn an. Abraham distanziert sich entrüstet. Er sagt, nichts für mich, ich will nichts. Das können wir nachlesen in Kapitel 14, Vers 24. Wir dürfen uns nicht verlocken lassen von der Kriegsbeute Satans. Es raubt uns den Segen. Lass dich nicht blenden. Auch nicht, wenn du es verdient hättest. Auch nicht, wenn es gut gemeint ist und aus Dankbarkeit geschieht. Abraham war die Anerkennung Gottes lieber als die irdische Dankbarkeit von Menschen. Und Gott reagiert prompt. Es heißt in Kapitel 15, ab Vers 1, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham und so weiter. Gott intensiviert seine Verheißung und schließt einen Bund mit ihm. Und als erstes sagt ihm Gott hier, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und soeben hat Abraham dem Reichtum der Welt abgesagt und gleich darauf verspricht ihm Gott seinen Lohn. Auch wir werden großen Lohn erhalten, wenn wir uns an Gott halten. Wenn wir dem Lohn der Welt absagen, bekommen wir den Lohn Gottes. Und das ist viel mehr, als wir je erahnen können. Dieser Lohn reicht über Generationen hinaus. Abraham antwortete Gott in Kapitel 15, Vers 2. Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Hier lesen wir die berühmte Geschichte, wo Gott Abraham seinen Sohn verheißt und bestätigt noch einmal die überdimensionale Nachkommenschaft und Gott schließt einen Bund mit ihm. Wir wissen, dass alles in Erfüllung gegangen ist, was Gott ihm verheißen hat. Und wie endet Lot? Lot wohnte weiter in Sodom. Und wieder verdankt Lot sein Leben der Fürbitte Abrahams. Gott redete mit Abraham über die Zerstörung Sodoms. Und Abraham handelte mit Gott über diese Stadt. Wir kennen auch diese Geschichte. 50 Gerechte, 40 Gerechte, 45, 30, 20, 10 und so geht es weiter. Wir kennen diese Geschichte.
Und letztendlich schickt Gott zwei Engel zu Lot. Er und seine Familie begriffen gar nicht, um was es ging. Seine angehenden Schwiegersöhne lachten ihn aus und er hatte keine Glaubwürdigkeit in seiner Familie. Lot selber war unentschlossen und zögerte zu gehen. Und wir lesen, dass Gott ihn verschonen wollte. Und im Vers 29 haben wir die Antwort, warum Gott ihn verschonen wollte. 1. Mose 19, 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Gott dachte an Abraham. Um Abrahams Willen wollte er Lot und seine Familie verschonen. Lot und seine zwei Töchter blieben dann übrig. Seine Frau war tot. Seine Segnungen mit Vieh und Zelten, als er noch bei Abraham war, waren verloren. Angst machte sich breit bei ihm und er verkroch sich mit seinen zwei Töchtern in einer Höhle im Gebirge. Kein schönes Ende. Es lohnt sich, Gott an die erste Stelle im Leben zu stellen. Ein letzter Bibelvers, Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott verspricht uns seinen Segen, wenn er an erster Stelle ist. Amen. Und zum Abschluss habe ich euch noch ein paar Resonanzen mitgebracht, die Menschen uns geschrieben haben, wo sie mit uns in Israel waren. Und da schreibt jemand, es war eine ganz tolle Reise. Die Eindrücke sind so tief drin, dass ich sogar am Tag davon träume. Auch die Andachten an den besuchten Orten und die Zeiten abends im Hotel haben mir richtig gut getan und mir in vielem die Augen geöffnet. Da stimmt die Aussage unseres Herrn: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Dies möchte ich ein Stück weit beibehalten und diese Nahrung jetzt weiter mehrfach zu mir nehmen. Das ganze Team vom Missionswerk hat uns so umsorgt und in Geduld manches mehrfach gesagt. Da muss man einfach noch einmal ein herzliches Dankeschön sagen. Ein weiterer Teilnehmer schrieb uns, es war eine unvergessliche Zeit, mit euch und der großen Gruppe durch Israel zu reisen. Habt herzlichen Dank für all eure Mühe währenddessen und auch für alle Vorbereitungen. Alles hat sehr gut geklappt und war sehr gut organisiert. Dankbar bin ich für dein Gebet, lieber Daniel, und natürlich unserem Herrn, unserem himmlischen Vater für die Heilung meiner Verdauung. Da geht's weiter, ja. Der Speiseplan war sehr eingeengt bei mir und ich musste diszipliniert mit allem umgehen, was ich aß. Säuren wie Obst und Salate, alles Süße, auch Fette, Gewürze, harte Rohkost, Speisen musste ich meiden. Eine Unvorsichtigkeit und ich war wieder im Keller bei totaler Diät. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich nach dem Gebet wieder Süßes und eigentlich alles essen konnte, was mir vorher sofortigen Durchfall gebracht hätte. Gott ist so gut. Die wunderbare Israelreise ist nunmehr vor 3 Tagen zu Ende gegangen und ich will euch alle von ganzem Herzen für die wunderbaren Tage mit euch danken. Ich könnte euch viel schreiben, welche Geschenke ich von Gott während der Reise schon bekommen habe. Das Wichtigste ist mir aber erst heute offenbart worden. Jesus hat mein Klagelied der vergangenen Jahre in ein Freudenlied gewandelt. Es war kein Klagelied, das ein Opfer singt. Mein Klagelied war das Lied über etwas Verlorenes, das ich einmal hatte und durch meine eigene Schuld verlor. Durch die Glaubenstaufe in Tod und Auferstehung in Jesus Christus ist das Verlorene zu mir zurückgekehrt. Und ich weiß, diese Tatsache ist unumkehrbar. Mein Weg zurück zu Gott,
zum Gott meiner Kindheit, war sehr hart und sehr steinig. Aber Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist mit mir gegangen. Das ist die Wahrheit in mir, jetzt auch in meinem Herzen. Manches Mal war ich am Ende meiner Kräfte, aber Jesus Christus hat mir immer wieder aufgeholfen und mich durchgebracht. Er hat es versprochen und er hat es getan. Mein Herz jubelt und meine Seele singt ein neues Lied. Ich danke unserem Gott von ganzem Herzen, dass ich zurückkehren durfte. Und bei euch bedanke ich mich nochmals herzlich. Gott segne euch und das gesamte Missionswerk mit allem, was ihr braucht. Und noch eines, ich war mit auf der Israelreise. In Deutschland hatte ich nach dem Essen und Trinken immer Sodbrennen. Nachts musste ich mich deswegen sogar übergeben. Doch als ich hier in Israel angekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich kein Sodbrennen mehr habe, egal was ich esse. Wie wunderbar. Und ich darf weitergeben an Daniel. Ja, danke, Isolde. Wenn wir hier die schöne Deko sehen, das erinnert mich so an die Oase, wo wir sind. Diese Kaffeekannen sind dort normalerweise so richtig, ja, gebraucht. Und das Ganze, da möchte man am liebsten mitten reinsitzen und die süßen Früchte, die es dort gibt, genießen. Und das ist so, ja, dort wäre man jetzt. Und wir sind jetzt hier und wollen es euch halt hier so richtig schön machen. Ich möchte euch jetzt so ein paar Filmausschnitte zeigen, die ich selber gefilmt habe aus dem Auto raus. Seht ihr jetzt eine wunderbare Oase, von der Oase weg, das idyllische Bild mit den Kamelen. Und von da aus sind wir mit dem Besitzer der Oase in die Wüste rausgefahren. Und das war ein riesen Erlebnis, wenn ihr hier seht. Das ist sehr holprig und ich habe hier eine Kamera dabei gehabt, die das ganze Schütteln ausgleicht. Ihr seht die Motorhaube, wie das Auto ganz anders, also jedes Loch irgendwo findet. Und so sieht die Wüste Judäa aus, wo wir sind. Also ohne Oase würde das nicht viel Freude machen, aber mit Oase ist das ein riesen Erlebnis. Und ihr müsst euch da vorstellen, durch diese Wüste sind viele biblischen Männer und Frauen gegangen. Und ja, so sieht Wüste aus. Für manchen, der noch nie in Israel war, kann sich das kaum vorstellen. Wenn wir hier auch sehen, das ist wieder von einer anderen Seite und da gibt es solche Canyons und das ist sowas von aufregend, wenn man wieder zurück kann und Wasser hat und auch ja, gutes Essen. Man sieht hier viele Skelette auch von Tieren, die umgekommen sind und keine Menschen, aber ja, Skelette von Tieren und ihr seht hier einen wunderbaren Canyon, Schluchten und wenn man da steht, das sieht man, was die Natur für Vielfalt hat, die man sich sonst kaum vorstellen kann. Das ist also atemberaubend und das alles bei einer sehr angenehmen Temperatur. Und wenn ihr hier seht, ich gehe hier mit der Kamera noch nach vorne. Und jetzt wird es euch fast schwindelig, auch beim Zuschauen, wenn ihr diese Schluchten seht, wo wir da waren. Das ist Wüste Judäa, wie sie wirklich dort zu finden ist. Atemberaubend. Und wenn wir jetzt noch einen Schwenk, dort ist ja auch Masada, das ist auch in dieser
Gegend. Und ihr seht hier schon, die Kameras können es nicht so aufnehmen, das Hell und das Dunkel, aber so ein Sonnenuntergang dort ist sehr, sehr speziell. Und als letzten Film ein Schwenk über diese wunderbare Oase, von der aus man das aus sehen kann, was ihr gerade im Film gesehen habt. Ein Schwenk, das ist wirklich, wirklich eine Oase, wo man sich wohlfühlt, egal auch in welchem Alter. Skorpione sind nicht auf dem Grundstück, Schlangen sind nicht auf dem Grundstück. Es gibt sie dort, aber sie sind draußen, außerhalb, unter den Steinen. Und hier war noch nie irgendwo ein Problem dahingehend. Wir haben da auch viel Freizeit, wo Menschen ein Buch lesen können oder miteinander reden können. Es entsteht da so eine richtige Oasenfamilie bis zum Schluss, weil man sich so gegenseitig so viel Zeit hat, auch sich kennenzulernen. Und das ist richtig, richtig schön. Ja, wie ihr gesehen habt, die judäische Wüste hat viele, viele Seiten. Es gibt eine raue Seite, Canyons und alles Mögliche. Und durch diese Wüste sind so viele biblische Personen hindurchgegangen. Ich komme gleich drauf. Israel erleben und Wüste buchen. Du sagst dir, was ist denn das? Das brauche ich doch nicht, nur noch Geld bezahlen für die Wüste. Ich sage dir, es ist ein Erlebnis, ein richtig positives Erlebnis, das du nie mehr missen möchtest. Es ist eine biblische Ausbildungsstätte in der Wüste. Da ist einfach keine Ablenkung, da ist Ruhe, da ist so viel, ja, einfach nichts los. Und das sind wir gar nicht gewöhnt in unserem Alltag, wo immer eins nach dem anderen das und eins nach dem anderen und drauf und rein kommen muss. Und ja, wenn man in der Wüste ist, dann hat man auf einmal wieder Zeit für Gott. Mal ganz ehrlich, wann hattest du das letzte Mal richtig Zeit für Gott? Und das ist dort so wichtig. Das heißt nicht, oh, da wird es mir langweilig. Nein, das sind wunderbare Gespräche, die geführt werden, auch untereinander. Aber viele biblische Helden waren in der Wüste. Und gerade die ganz Großen. Ein Abraham, der war Beduine und er war in der Wüste. Dort ist ja auch der Brunnen und Mamre und die Gegebenheit mit den vielen Sternen. Mose war in der Wüste und ist ja 40 Jahre dann ein Stück weiter unten durch die Wüste mit dem Volk Israel gegangen. Josua war in der Wüste und ist von der einen Seite zur anderen Seite ins gelobte Land nach Jericho. Das Volk Israel, ich sage das gerade, war in der Wüste. Aber wer auch in der Wüste war, war Elia. Elia war eigentlich an vielen Plätzen und er hatte ja 3 Jahre Dürre vorhergesagt, die ja funktioniert hat, die wirklich kam. Stell dir mal vor, du sagst jemand, jetzt wird es 3 Jahre, kommt kein Regen mehr. Ich glaube, er hat sich nicht beliebt gemacht. Er wurde ja verfolgt, auch von der Isabel, und hat sich dann geflüchtet oder ist dann geflüchtet im Gebirge Sinai in eine Höhle. 1. Könige 19, Vers 9 lesen wir: Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Hast du auch vielleicht schon von Gott diese Aussage gehabt? Was tust du hier? Was sitzt du hier? Was bist du? Du sagst vielleicht, ich darf ja nicht raus, in dieser Krise darf man ja nicht so viel. Was tust du hier? Elia war in der Höhle. Ich meine auch deine geistige Höhle. Ich mag nicht mehr, alles ist so schwer und ich ziehe mich zurück. Herr, hol mich heim. Genau das hat Elia gesagt. Herr, hol mich heim, ich will nicht mehr. Ja, ich sag dir, deine Wüste ist nicht das Ende, ich sag dir, diese Krise ist nicht das Ende für dich. Gott hat nicht mit Mitleid geantwortet. Wir lesen da in 1. Könige 19, Vers 11. Da heißt es, da sagt Gott, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Und ich glaube, das sagt auch jetzt gerade Gott zu dir. Komm aus deiner Höhle heraus. Komm heraus und
ich möchte mit dir reden, sagt Gott. Dann heißt es weiter, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Ja, wie du auch heißt, Franz, Martin, Eleonore, Lisa und wie auch immer, was machst du hier? Was tust du hier? Ja, ich bin doch bei meiner Familie. Du sollst nicht von deiner Familie davonlaufen, aber geistig, was tust du hier? Bist du zum Stillstand gekommen in deiner Höhle? Bist du zum Stillstand gekommen in deinem geistigen Bereich? Genau so was bei Elia. Und da kam wieder die Jammergeschichte von Elia. Ja, er hat begonnen mit, ach Herr, kennst du das? Hast du das auch schon mal gesagt? Ach Herr, meine Familie, mein Mann, meine Frau. Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir nach dem Leben. Och, der arme Kerl hat so viel getan und nichts hat so richtig funktioniert. Und nun trachten sie mir nach dem Leben. Und wieder sagt jemand, der zuschaut, ja, ähnlich wie bei mir. Und Gott hat auch diese Geschichte einfach ignoriert. Gott ignoriert nicht dich. Aber er hat dieses Gejammer ignoriert. Gott sagte, geh zurück zu deinem Auftrag. Vers 15, da gab der Herr ihm einen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Ja, Gott sagt auch heute zu dir, geh zurück zu deinem Auftrag. Nicht ins alte Leben hinein, nicht in deinen alten Auftrag hinein, sondern er hatte auch einen neuen Auftrag für Elia. Geh zurück, geh zu deinem Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Und ich glaube, dir hat Gott schon was gezeigt, dass nach der Krise er was ganz Spezielles für dich zu tun hat. Das muss nicht eine neue Arbeit sein. Vielleicht sagst du, ich bin in Rente, was soll ich tun? Gott hat trotzdem einen Auftrag für dich. Wer war auch in der Wüste? Jesus selbst. Und ist das nicht eigenartig? Es heißt hier, er wurde getauft und der Heilige Geist sandte ihn in die Wüste. Ich lese euch vor, Lukas 4, Vers 1. Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Das ist ein so super Vers, weil das spiegelt so viel, wo wir Fragezeichen haben. Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Ja und ja und ja. Und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Wüste meinen wir immer ist Strafe. Nein, Wüste ist Vorbereitungszeit. Wüste ist Zeit mit Gott. Wüste ist Zeit der Veränderung. Und Gott möchte auch dich verändern. Er führte ihn in die Wüste. Jesus wurde in die Wüste geführt. Er hätte ja auch sagen können, nee, mit mir nicht, mit mir nicht. Und wie viele von uns sagen, nee, mit mir nicht. Bete, dass das alles ganz schnell verschwindet.
Ja, so manches haben wir zu durchleben. Manche möchten gern so die Abkürzung, so an allem vorbei, schnell zum Sieg. Ich sag dir, das gibt es nicht, sondern wir müssen Stück für Stück den Weg folgen mit Jesus. Und nach allen Versuchungen, die der Teufel auch Jesus da versucht hatte, stürze dich herunter oder mach diese Steine zu Brot und so weiter. Nach all dem geht es in Lukas 4,14 weiter. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm. Er hatte in der Wüste so viel erlebt, so viel Kraft bekommen, so viel Ausrüstung, dass man überall von ihm positiv gesprochen hat. Du sagst vielleicht auch, oh, bei mir spricht man auch, über mich spricht man auch überall. Ja, ist es positiv oder negativ? Es ist wirklich wunderbar, dieses als Beispiel zu haben. Und nach der Israel-Reise, ihr Lieben, da ist es immer so, wenn wir da wieder nach Hause kommen, da sage ich immer, Leute, jetzt geht's heim und jetzt wird Praxis gemacht. Jetzt wird Praxis gemacht, aus der Wüste hinein, wieder ins Leben, in den Auftrag hinein und Gott ist mit dir. So manche würden gern in der Wüste bleiben, haben so schöne Sitze, können sich so schön verweilen in dem schönen Zelt. Es gibt gutes Essen und wie das Volk Israel, die haben sich 40 Jahre daran gewöhnt, wie es war. Es war Routine, 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 Routine. Aber Gott möchte nicht eine Routine haben, sondern er möchte dich Schritt für Schritt weiterführen. Er möchte dich weiterführen, weiterführen, weiterführen. Er möchte dich ans Ziel bringen und dir in deinem Auftrag, den er dir gegeben hat, wirklich weiterbringen. Amen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit jedem bist, der sagt, ja, ich danke dir dafür, führe du mich wirklich dorthin und ich möchte dort den Auftrag ausführen, den du mir gegeben hast. Herr, vergib mir, dass ich in der Höhle gesagt habe, ich will nicht mehr, ich will aufgeben, ich kann nicht mehr. Herr, ich danke dir dafür, dass du jedem begegnest, der jetzt sagt, ja, ja, ich möchte diesen Auftrag ausführen, ich möchte vorwärts gehen, ich möchte aus dieser Krise heraus in ein neues Leben mit dir, mein Gott, aber auch in ein neues dienendes Leben für den Auftrag, den ich hier auf dieser Erde habe. Herr, ich danke dir dafür, dass du jeden jetzt siehst, jeden kennst und alle wunderbar berührst. Und ich danke dir dafür, dass auch diejenigen, die noch keinen Auftrag verspüren, die immer sagen, wenn es rum ist, mache ich es wieder wie immer, dass die wirklich eine Erfrischung von dir bekommen, neuen Mut für neue Dinge. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass ein neues Zeitalter mit dir anbricht. Ich danke dir. Und Herr, danke auch für alle, die sagen, oh Herr, danke. Ich möchte ein Kind sein, ich möchte dich annehmen, ich möchte dir Danke sagen, dass du meine Schuld und Sünde vergeben hast. Ich danke dir dafür, Herr, dass ich dein Kind sein darf. Oh, ich danke dir dafür, Herr, für deine Familie. Danke, in deiner Nähe zu sein, in deiner Liebe zu sein, in deiner Kraft zu sein. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, bei jedem Einzelnen, der jetzt da ist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Wie wunderbar. Gott ist der, der aus der Wüste heraus dich in eine wunderbare Sache hineinführt. Auch wenn zwischendrin Versuchungen sind, er hatte auch Versuchungen. Aber eine wunderbare Sache ist es auch mit Israel. Wir haben ja Oasenzeit heute zu Hause und da möchte ich dir auch einen kurzen Film zeigen, wie wir unsere 52. Kindertagesstätte eingeweiht haben mit dem jetzigen amtierenden Bürgermeister. Und da möchte ich allen danken, die sich hier richtig einsetzen, auch finanziell einsetzen. Danke, danke.
Und liebe Technik, bitte Film ab. Das Missionswerk Karlsruhe ist eng mit Jerusalem verbunden. Jedes Jahr fährt eine Reisegruppe nach Israel. 2019 hat die Gruppe eine besondere Einweihung gefeiert. Dank großzügiger Spenden konnte der 52. Kindergarten in Jerusalem vollständig renoviert und ausgestattet werden. In den gepflegten und modernen Räumlichkeiten können die Kinder ausgelassen spielen und in einer schönen Umgebung aufwachsen. Das ist großartig. Danke, vielen Dank. אחרי 36 שנה ברציפות שמשפחת מולר קודם כל Die Familie Müller, zuerst der Vater Siegfried und jetzt der Sohn Daniel, spenden schon seit über 4 Jahrzehnten zugunsten von Kindern in Jerusalem. Das Ehepaar Müller und ich waren jetzt zusammen mit den Kindern im Kindergarten. Und es ist so schön zu sehen, wie die Kinder es zu schätzen wissen, was hier getan wird. Ich als Bürgermeister Jerusalems bedanke mich im Namen von ganz Jerusalem bei Daniel Müller und bei allen seinen Freunden. Daniel, Sie führen die Tradition Ihres lieben Vaters weiter und Sie pausieren nicht einmal. Sie kommen jedes Jahr nach Jerusalem, um uns zu helfen. Diese Solidarität ist nicht selbstverständlich. Es gibt keine Umstände, die dazu führen, dass sie nicht kommen. Jerusalem ist meiner Frau und mir ganz besonders zur Heimat geworden. Und so dürfen wir heute dieses 52. Projekt einweihen. Und das ist wirklich ein Vorrecht, nicht weil wir zwei großartige Leute sind, sondern weil ihr großartig seid und uns die Mittel gegeben habt, diese Sachen zu verwirklichen. Vielen Dank, dass Sie diese Kinder segnen. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und wer da rein investieren möchte, der ist recht herzlich eingeladen. Oder in das Missionswerk rein investieren möchte, ist recht herzlich eingeladen. Und überleg dir, was du jetzt geben möchtest, was dir der Herr zeigt. Schreib es auf oder merk dir es. Und du darfst es überweisen oder per PayPal an uns schicken. Und wir danken dir von ganzem Herzen und wir möchten jetzt beten über diesen Betrag, den du jetzt geben möchtest. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der wunderbar Herr ist über jeden. Du siehst jeden Betrag, du siehst jeden Euro, du siehst alles. Herr, ich danke dir dafür. Du bist der Gott, der Herr, die Wunder tut, Herr, und du gebrauchst das Saatgut dazu. Danke, Herr, dass du das Saatgut, diese Mittel wunderbar benutzt, Herr, um dein Reich zu bauen, Herr, auch in Israel, in Jerusalem, Herr, wie auch hier. Und segne du jeden Geber. Danke, Herr. Amen. Amen. Danke, du gibst Frieden allen Völkern und auch Jerusalem und Israel. Ich danke dir für diesen Tag und danke, dass du jetzt mit jedem bist. Herr, in diesem Sonntag für alle Mütter, Herr, danke, dass sie wunderbar deine Liebe und der Liebe der Familie erleben. Ich danke dir dafür. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, er bewahre eure Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen. Gottes Segen. Schaut im Internet, wie es nächsten Sonntag aussieht. Wir wissen noch nicht, wie wir was machen. Schaut im Internet. Der Herr segne euch und eine ganz mächtige Woche. Amen.